ist als lockerer Empfang gedacht. Wir haben nicht mit so vielen Leuten gerechnet, da wäre es etwas mehr Platz gewesen und so, aber so geht es, glaube ich. Hoffentlich auch. In den nächsten Tagen, morgen um 10 und um 17 Uhr, nein, morgen von 10 bis 17 Uhr am Samstag und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr ist Tag der offenen Tür. Mein Kompagnon Gunther Münzenberg wird mit seinen Mitarbeitern hier tatsächlich Küchen bauen. Also die können wirklich mal live zuschauen, wie sowas im Original gemacht wird. Das wird sicher sehr spannend. Morgen Abend kommt der erste gemeinsame Freund von Gunther Münzenberg und mir, der Holger Heuber. Das wird ein ganz lockerer Abend mit viel Zeit für Gespräche. Und den Festvortrag von Holger, der zurzeit in dem Film Jäger des Augenblicks zu sehen ist. Das heißt, es ist ein Film über die Expedition. Und er hat auch einige Fotos dabei, wo er aus unserer extrem sportlichen Vergangenheit erzählt. Also bei ihm ist es noch Gegenwart, bei mir ist es eher Vergangenheit. Am Sonntag spielt das Kollegium Musicum um 17 Uhr, moderiert von meinem Deutschlehrer Richard Siebenbürger, der hier sitzt, der im Zusammenhang mit einigen Anekdoten, die ich über ihn in einem Dokumentarfilm erzählt habe, bereits furchtbare Rache angedroht. Das heißt, wenn Sie also heute tagsüber, heute Abend irgendwie in einem Gespräch verwickeln und irgendwas aus ihm herauskitzeln, dann verraten Sie es mir bitte, dann kann ich mich besser darauf einstellen. Aber es ist nicht leicht, er darf nie verraten, wann der Exen schreibt. Eine Kleinigkeit läge mir noch furchtbar am Herzen. Dazu müsste ich erst wissen, wer von Ihnen die Sendung Druckfrisch kennt. Dann können Sie wahrscheinlich nachvollziehen, warum meine Frau seit Jahren davon träumt, dass Dennis Scheck nach Untergrumbach kommt. Und im Prinzip geht es ihr hauptsächlich darum, die entscheidenden Worte sprechen zu dürfen. Und hier kommt er, ihr Streiter für das gute, schöne, wahre. Und jetzt eben die Frage an Sie, können Sie sich vorstellen, bei dem kleinen Gag mitzuspielen? Wenn nämlich dann die Musik aus ist, die Ute begrüßt den Herrn Scheck und stellt ihn vor und er steht dann da draußen und dann sagt die Ute ihre berühmten Worte, ihr Streiter für das gute, schöne, wahre, dann sagen Sie als Antwort, unser Streiter für das gute, schöne, wahre. Wollen wir es probieren? Das ist viel gemein, wenig albern, aber irgendwie. Also ich tue jetzt mal so, wenn ich die Ute bin. Und hier kommt er, ihr Streiter für das gute, schöne, wahre. Klassischen Jazz und Swing-Musik hat. Armin Roth kennen Sie vielleicht noch vom letzten Jahr. Er hat bei uns
Konzert die Solotrompete gespielt und wurde man Podcast hat das Ganze dirigiert für die Orchestergemeinschaft des Hofes. Hiermit erkläre ich die Jubiläumstage eröffnet und jetzt hat der Martin noch was. Der Martin. Jenseits der Bestsellerlisten oder auch Bücher, die vielleicht so nicht in den Medienrummel nach oben kommen, eben dadurch nach oben kommen und eben in diesen Bestsellerlisten landen. Das leider sind Sendungen wie seine immer weiter an den Rand akzeptabler Sendezeiten gerutscht, obwohl das Interesse daran sehr groß ist. Das sieht man auch an dem Interesse hier heute Abend. Deswegen ist hier nur hier heute Abend zur besten Sendezeit. Bei allen Buchempfehlungen gilt natürlich lieber ein Verriss als gar keine Besprechung. Und für Buchhändler gilt im Besonderen, traue keinen Klappentext, ohne das Buch vorher selbst gelesen zu haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen einen vergnüglichen Abend. Vielen Dank.